Hallo, ich bin eingeladen worden von Claudia Sommermann, die Inhaberin von der Buchhandlung im Kirchenheck in Bayreuth. Ich bin sehr gespannt, was es zu berichten gibt. Sie hat ein großes Mysterium draus gemacht. Irgendetwas Tolles muss es sein und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also bleiben Sie im Video, wir sehen uns gleich. Ich bin jetzt in der Buchhandlung im Kircheneck und es scheint wohl irgendwie um das Thema Kultur zu gehen. Neustadtkultur ist wohl irgendwas damit im Busche. Und da sehen wir eine ganz große, schöne Ansicht von dieser tollen Buchhandlung. Hier gibt es wirklich alles, Bücher, Spiele und alles, was für sonst gut tut. Karten und sogar einen leckeren Gin sehe ich da. Seid gespannt, wir sehen uns gleich. Grüß dich, Claudia. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung in deine tolle Buchhandlung hier im Kirchenheck in Bayreuth. Sehr gerne. Eine kleine, aber feine Buchhandlung. Und du hast mich schon ganz spannend und neugierig gemacht. Ihr habt ein dickes Lob, habe ich irgendwas gehört. Um was geht's da genau? Ja, wir haben eine Anerkennungsprämie bekommen vom Staatsministerium für Kultur und Medien. Und zwar für unsere herausragenden Leistungen während der Pandemie. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Da kam am Montag eine ganz schlichte Mail vom Staatsministerium und auch vom Börsenverein des deutschen Buchhandels, dass wir eben da bedacht wurden und da haben wir uns sehr, sehr gefreut drüber. Da kann ich mir sicher vorstellen, dass es nur ganz, ganz wenige Buchhandlungen gibt, die da wirklich so ein Lob bekommen. Das ist ein Riesenerfolg. Was habt ihr da eigentlich genau gemacht so während der Pandemie? Ich meine, war ja alles geschlossen, war da alles schwierig, aber wie kam es dazu? Ja, also erst nochmal an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Claudia Roth, an den Börsenverein, an das Kulturstaatsministerium. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden für diese wunderbare Unterstützung, für das, was wir gemacht haben. Ja, was haben wir gemacht? Wir waren immer da für unsere Kunden, auch wenn wir zumachen mussten, auch während des Lockdowns. Wir waren sowohl online da, wir haben aber auch telefonische Beratung gemacht, Videoberatung. Wir haben vor allem geliefert in alle möglichen Ecken von Franken. Also wir sind bis ins Fichtelgebirge im tiefsten Schneetreiben gefahren. Wir können da ganz abenteuerliche Geschichten erzählen. Oder auch bis in die fränkische Schweiz haben wir geliefert, um die Kunden mit allem zu versorgen, was in der Zeit gut getan hat. Wir haben Spiele ausgeliefert, Kinderbeschäftigung, Bücher natürlich, Bücher. Ja, also da waren wir für unsere Kunden da. Und was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben Veranstaltungen gemacht, Lesungen, soweit es möglich war, in Präsenz. Dann hatten wir diesen Goldtag in dem Jahr, in dem keine Festspiele stattfinden konnten, haben wir quasi so ein bisschen was alternativ angeboten, eben mit anderen Einzelhändlern hier zusammen in Bayreuth. Und waren da ganz aktiv. Lesungen, Online-Lesungen und ja, so verschiedene. Das ist ein riesiger Blumenstrauß an Aktivitäten, die ihr gemacht habt. Ich habe es rausgehört, viele Sachen waren wirklich noch in Präsenz, soweit es gegangen ist. Genau. Viele Sachen waren online, mit neuen Medien auch ausprobiert und so weiter. Wie wichtig ist dir das, mit den neuen Medien umzugehen und Digitalisierungsschritte zu gehen als klassische Buchhändlerin? Weil das Buch ist auch eigentlich immer was, was man mit dir anfasst und dann mit online. Habt ihr aber gut hingekriegt. Ja, also ich finde, das eine tun, das andere nicht lassen. Also ich finde beides wichtig und man kann das auch wirklich gut miteinander verbinden. Also wir haben da auch in der Pandemie viele Aha-Effekte gehabt und viel wirklich neue Dinge auch ausprobiert, gerade auch mit Online-Lesungen. Da haben wir wirklich, ja, sind wir ganz neue Wege gegangen, aber das geht wunderbar. Und wir haben eben auch Veranstaltungen mit Buchvorstellungen und so weiter online gemacht. Und es gibt da auch viele Vorteile, also gerade wenn man jetzt eine Buchvorstellung für Eltern beispielsweise macht, wie wir sie jetzt neulich hatten, für Kindergarteneltern, für die ist es natürlich viel einfacher, das von zu Hause aus zu machen und so zu gucken, als einen Babysitter zu organisieren, in die Buchhandlung zu kommen. Und ich finde, das eine tun, das andere nicht lassen. Und die Digitalisierung hat natürlich auch im Buchhandel Einzug gehalten, ganz klar. Und ich finde das auch völlig richtig und wichtig. Und das ist ja eigentlich genau das, der wirkliche Mehrwert, den man als stationärer Händler gegenüber reinen Versandhändlern ja wirklich hat, dass man eben nicht nur einen Online-Shop betreibt, wo eben Dinge vorgeschlagen werden aufgrund von einem Algorithmus, sondern dass ihr eben tatsächlich euch um die Kultur kümmert. Bücher und Literatur ist ein Kulturgut, ein ganz wichtiges vor allem. Und dass man es eben dann gemeinsam verbinden kann, dass auch noch Menschen dahinter stehen und nicht nur Maschinen. Finde ich eine tolle Sache und deswegen kann ich wirklich verstehen, dass das gut ankam und dass ihr da diese Aussage bekommen habt. Ein Riesenerfolg. Dankeschön. Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an den Börsenverein und an das Kulturstaatsministerium. Und wer jetzt so richtig daran interessiert ist, sich das noch näher anzuschauen, auf der Homepage kircheneck.de findet ihr noch weitere Informationen darüber, was alles geboten wird, wann die nächsten Lesungen sind zum Beispiel. Und kommt vor allem auch in die Läden rein. Gerade jetzt ist es wichtig für die Einzelhändler, damit es weitergehen kann. Kommt wieder in die Städte. Die Pandemie können wir, glaube ich, geistig so ein bisschen abhaken. Es ist wieder alles da. Es ist wieder ziemlich normales Leben und ich freue mich drauf. Was ich gerne noch
dazu sagen würde, zu Einladungen, weil du gerade sagst, auf der Homepage findet einiges statt. Wir haben zwei wirklich schöne Sachen jetzt auch schon in Aussicht. Am 30. Mai treffen wir beide uns hier wieder auf unserem roten Sofa und reden über Graphic Novels. Das ist dann auf Twitch zu sehen. Das wird eine Live-Veranstaltung. Da freue ich mich schon sehr drüber und drauf, dass das klappt. Und Anfang Juli fangen wir wieder mit unseren Spieleabenden an. Die finden dann live hier in der Buchhandlung statt. Spiele zum Anfassen und Ausprobieren mit Anleitung von uns. Und da sind alle ganz herzlich eingeladen, wieder präsent zu uns zu kommen. Also Buchhandlung und Spiele, super, da bin ich dabei. Herzlichen Dank, Claudia. Ich danke dir für deinen Besuch. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel weiteren Erfolg. Halt, macht so weiter. Ich glaube, ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg. Und ich bin immer gerne da. Deswegen herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss.